So, da war. Okay. Ein Katapult. Aber dann kann ich die Namen ja immer noch nicht lesen. Ich brauche einen guten Grund, um das zu machen. Mein guter Grund ist. Ja, kein Plan. Das hier vielleicht? Hallo? Beim Sohn eines Keksherstellers. Das funktioniert nicht. Okay, wir haben ein Katapult. Klappt nicht. Ich gebe auf. Bambus eignet sich für fast alles. Außer Außer dafür. dafür. Aber wir haben ihn noch im Inventar. Das heißt, wir Bambus müssen irgendwas eignet sich damit für machen. fast alles. Außer dafür. Gut. Das funktioniert alles nicht. Das macht er nicht. Das macht er. Nee, das macht er nicht, ne? Ich sollte mir wohl lieber erst die Dämonennamen Ja. ansehen, bevor ich Hühnerblut darüber spritze. Keine Ahnung, wie man die verwendet. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Katapult, um das Hühnerblut, Hühnerblüt zu verschießen. Das Ding ist, dass ich immer noch nicht genau weiß, wie wir die Namen lesen sollen. Können wir das mit den, irgendwas mit den komatösen Dings machen? Körpern? Komatöser Dings. Jane sieht fit aus, Doc sieht alt aus und ich sehe irgendwie fett in dieser Hose aus. Ach nein, das liegt einfach in dieser Position. Das ist einfach alles ein bisschen ungünstig hier. Keine Ahnung, wie man die verwendet. So Das vielleicht? muss nicht durch Säure verätzt werden. Habe ich mir gedacht. Aber Versuch Bambus macht eignet klug. sich für fast alles, außer Außer dafür. dafür. Ah. Bambus eignet sich für fast alles, außer dafür. Denn bitte? Beim Sohn eines Keksherstellers, das funktioniert nicht. Was soll ich denn mit diesen Fläschchen? Was war das Du wirst nochmal? es schon selber Ach ja, da herausfinden. sagt's ja nicht. Papa muss arbeiten. Und untersuchen können wir sie leider. Doch, können wir. Zwei lupenreine, handpolierte Flaschen. Sie erinnern mich an Großmutters flaschenbodengroße Hornbrille. Ohne die wäre sie völlig blind gewesen. Eine Brille. Eine Brille. Aber wir müssten sie kaputt machen. Ich könnte die Böden der Flaschen Richtig, herausschneiden. genau, dann können wir eine Jane, Brille draus bin ich basteln. jetzt total verrückt? Ich denke, man könnte vielleicht die Böden der Flaschen Das ist herausschneiden. eine gute Das Idee, ist der mach das bloß. Abenteurerinstinkt. Mach mal. Vielleicht rettet uns das das Leben. Super. Jetzt machen wir das auf den Bambus. Ja, das kann funktionieren. Ich hole das Zeug. Flaschenboden herausfeilen. Flaschenboden auf das Bambusrohr stecken. Ich habe ein Fernglas gebaut. Jawohl. Und damit können wir jetzt den Namen lesen. Wer auch immer das geschrieben hat, muss betrunken gewesen sein. Das sind Dämonennamen. Niedergeschrieben in einer Wuchu-Schrift. Zwei von ihnen kann ich lesen. Aber der dritte ist durch eine große Feder verdeckt. Okay, das ist ja na toll. Das heißt, jetzt haben wir wieder ein Problem. Da ist eine Feder im Weg, mit die wir vielleicht mit der schwachen Säure Vielleicht kann loswerden ich den können. hintersten Fetisch mit der Säure treffen. Dadurch verbrennt die Feder. Genau, also das muss aber auch wirklich talentiert sein, wenn er das schafft. Ich würde Hoffentlich es nicht schaffen. funktioniert das. Nein, du zerbrichst den Fetisch. Das Ja, passiert. Special Schau, die Effects. Säure hat die Feder verbrannt. Jetzt können wir den dritten Namen lesen. Aber leider nicht von hier aus. Scheiß drauf. Ich würde lieber erstmal was naschen. Wie jetzt? Das heißt, ich kann die immer noch nicht erkennen. Endlich. Das war Ah, meine okay. Idee. Ich wusste, dass das klappen wird. Ein bisschen Blut auf jedem Fetisch, dann wiederholen wir die Namen der Dämonen und schwuppdiwupp sind wir fertig. Okay, das heißt, jetzt kann ich mit dem Blut schießen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Treffer! Treffer! Wir haben nur eine Flasche. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Und? Jawohl! Und den Dämonennamen hat er auch nicht gesagt. Das waren alle drei. Haluk, Fanaf, Ach so, jetzt. Aratulukum. Ei,
Papa Doc Mystère. Ich habe unsere Körper. Und jetzt? Gute Arbeit, Red Belly. Blue Belly. Und du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles durchmachen musste, um an unsere Körper zu kommen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist mir auch egal. Trag unsere Körper über die Schlucht und hinauf zum großen Tempel, so schnell du kannst. Aye, aye, Captain. Gut, alles klar. Dann müssen wir schauen. Eine Reihe von Stahlpfeilen aus der Werkzeugkiste eines Zombies. Keine Ahnung, wie man die verwendet. Hupsi, ich habe jetzt irgendwas gedrückt und ich weiß nicht was. Das ist ein bisschen blöd. Jane sieht fit aus, Doc sieht alt aus. Und ja, ich sehe irgendwie fett in dieser Hose aus. Gut, jetzt möchte ich gerne die mitnehmen. Wie können wir das dann machen? Können wir dann? Verfluchte Wurstärmchen, ich komme nicht ran. Okay, das ist schlecht. Können Jane wir dann? Sieht fit aus, ach das. Doc sieht alt nein. Aus, und ich sehe irgendwie fett in dieser Hose aus. Das hatten wir schon, das Thema. Können wir dann damit sprechen? Hey, Zombies, kommt mal eben her. Meine Güte, sind Tote immer so faul? Ich habe gedacht, dass wir jetzt mit diesem Zeichen kommen können, tatsächlich. Aber das Zeichen ist nicht mehr da. Hier oben ist doch dieses Zeichen. Und das würde ich ganz gerne mitnehmen. Gerade hatten wir das doch, wir hatten das wenn doch wenn ich das Licht anfasse, könnte das ganz schön wehtun. Und meine Hand wird wie ein Steak gegrillt. Und dann bin ich ganz... Ist er immer so? Ich weiß nicht. Er ist keine Abenteuer gewöhnt. Oh. Hallo? Ei, die führen zum Tempel. Ich muss unsere Körper dorthin bringen. Ach so, ich habe jetzt fast damit gedacht... Hey, ist da jemand? Werf mal eine Leiter runter. Oder ein Bier. Vielleicht ein Schinken-Sandwich? Ich verhungere. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich da die Körper runterkriegen soll. Von dem Altar. Ich habe jetzt auch nur noch zwei Sachen. Es ist toll. Schon das fünfte Mal, dass hier Steam irgendwas anzeigt. Ich muss nachher alles ausblenden. Arr. Das vielleicht? Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Der Gute ist ein bisschen redundant, ne? Pfeilen vielleicht? Keine Ahnung, wie man die verwendet. Keine Ahnung, wie man die verwendet. Keine Ahnung, wie okay, man I'm die out. Verwendet. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man die verwendet. Nee, ich weiß es nicht. Kein Plan. Er hilft mir auch nicht sonderlich. Ach, Moment. Ja, natürlich. Jetzt kann ich das Ding doch umstoßen. Die Fetische sind doch jetzt wie Niete. Ich wette, dass ich diesen Pfosten umwerfen und als Brücke nutzen kann. Ja, bitte mach das. Fertig machen zur Landung. Ah, ja. Ich bin ein Genie. Ich glaube, das wäre eher Zufall. So, schubsen. Schubsen. Ich fasse keine Leichen an. Schon gar nicht meine eigene. Ach komm, stell dich nicht so an. Bambus damit eignet sich für fast alles. Außer dafür. Du machst mich fertig, ganz ehrlich. Können wir die feilen? Keine Ahnung, wie man die verwendet. Och Mann. Keine gebrochenen Knochen. Scheint alles okay zu sein. Das ist toll. Ach so, okay. Dann können wir jetzt hoffentlich die hier einfach in den Krug reinwerfen. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber versuchen wir es einfach mal. Bevor ich mir überlege, wo ich die Körper ablege, muss ich sie erstmal dorthin bringen. Tragen kann ich sie nicht. Tragen kann er sie nicht? Das kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Kann man denn den da machen? Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Okay. Spaltkessel. Tja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass es nicht so einfach ist, dass er sie dann trägt. Logisch.
Das heißt. Oh. Ich kombiniere deine Mutter gleich mal damit. Halt meine Mutter da raus, ja? Hier schon, du Blödes. Ach, das hat doch keinen Zweck. Papa Doc, hey, Ahnung. Alles in Butter? Ich, ja. Du hast mich gerufen. Ja, ich weiß. Ich wollte das nur immer schon mal sagen. Ich habe viel zu tun, Junge. Was gibt es? Ich will unsere Körper bewegen. Kannst du mir dabei helfen? Ah. Ich gebe dir einen Spruch dafür. Ja, wo ist der Spruch? Jane, Sie? Dein Körper wäre fast auf meinen gefallen. Pass bloß auf ihn auf. Er ist alles, was ich habe. Okay, gut. Das da rein. Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Eieieiei. Haben wir noch irgendwas? Gehen wir doch nochmal hier zur Bucht oder was auch immer das hier ist hier. Oh, Manometer. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Spalt? Wahrscheinlich das nicht. Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Das habe ich mich gedacht. Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Und wenn ich jetzt so mache? Ich gebe dir einen Spruch dafür. Ah! Ja, gib mir doch einen Spruch! Mann, du bist ein Arsch. Ich mach gebe das dir doch. Einen Spruch dafür. Nicht schon wieder. Kessel, aus Kessel essen. Riecht nach Gehirn und Hopfen. Ich muss zurückkommen, wenn ich meinen Körper wieder habe. Und wenn wir das jetzt einfach aufdrehen? Wenn du dasselbe denkst wie ich, brauchen wir Nein. dafür das gesamte Wasser aus der Zisterne. Wir müssen die Körper rüberkriegen. Es muss also alles stimmen. Tja. Ich habe jetzt mit dem Körper oder die Körper hier auch schon alles versucht. Wir können ja nochmal hier mit dem Bambus. Bambus eignet sich für fast alles. Das Außer müssen wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal anhören, Bambus weil ich jetzt alles eignet versuche. Sich für fast alles. Außer dafür. Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Es ist das, wonach es aussieht. Wow, keine Ahnung. Was zur Hölle? Das geht gar nicht. Unmöglich, Kumpel. Schade. Tja, Bambus da oben. Eignet sich für fast alles. Außer dafür. Wir sind so kurz davor, die da irgendwie rüberzukriegen. Und jetzt funktioniert es auf den letzten paar Zentimeter funktioniert es nicht. Er kann die doch locker tragen. Das kann er mir doch nicht erzählen. Oder zumindest ziehen. Sein eigenen Körper ist vielleicht ein bisschen schwer. Aber zumindest sie kann man doch locker ziehen. Können wir sie aufs Katapult legen? Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Vielleicht da? Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Mit der Schlammpfütze? Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Okay, das ist alles Käse. Wir gehen nochmal zur Apotheke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch irgendwas gibt, was ich machen kann. Aber. Bücher. Kann man die untersuchen? Wutschu für Singles? Natriumarme Sprüche? Auf geht's, Mary Kay. Rezepte des Bösen? Tal der Wutschu-Puppen? Nosferatu? Keine Zeitschriften übers Putzen. Oh Mann, dabei habe ich mich doch so sehr drauf gefreut. Können wir die jetzt schlagen? Ich würde ja gerne draufhauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Papa Doc sein soll. Und er kann als einziger meine Seele retten. No. So es vielleicht. Es hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen. Regal mit Zutaten. Würmer, Maden. Larven? Die hat sie bestimmt aus ihren Zombies rausgezogen. Gut, hier haben wir jetzt auch nichts mehr so Interessantes. Wir gehen mal durch. Ich gucke jetzt einfach nochmal durch, weil... Oh, der ist weg. Ich bin tatsächlich... Hier kann man nichts machen. Da ist noch ein Zombie. Kann man den vielleicht umhauen? Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Keine Ahnung, wie man die verwendet. Ich kann der ja helfen. Hilf mir mal. Das hilft mir nicht dabei, sie zum Tempel zu bekommen.
Kann er mir vielleicht hier einen Spruch geben? Ich gebe dir einen Spruch dafür. Ich finde es immer irritierend, dass er sagt, er gibt mir einen Spruch dafür und letztendlich gibt er mir gar nichts. Einen Ohrstritt gibt er mir. Also, wirklich. Vielleicht die Fackel, Minenausgang. Können wir da irgendwie raus? Ich sollte nicht wegrennen. Ich muss unsere Körper retten, bevor Queen Simbi uns für immer in Zombies verwandelt. Zumindest den Körper von Jane sollte ich retten. Sie zu verlieren wäre eine ungeheure Verschwendung. Wirklich. Eine Verschwendung. Ja, ja, ja. Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Oh Mann. Dann haben wir noch die Pfeile. Keine Ahnung, wie man die verwendet. Keine Ahnung, wie man die verwendet. Okay, dann haben wir noch den Körper. Das hilft mir nicht dabei, sie zum Habe ich mir schon fast gedacht, aber was soll ich machen, das ne? Hilft mir nicht dabei, sie zum Ich stehe jetzt gerade, sonst bin ich bin jetzt bis eben gerade echt gut durchgekommen. Ich gebe dir einen Spruch dafür. Aber jetzt hake ich. Jetzt hake ich. Warum kann da Papa Doc nicht einfach helfen? Stehe ich nicht. So, tja, hier nochmal. Ich gebe dir einen Spruch dafür. Und er gibt mir letztendlich keinen Spruch dafür. Hier nochmal, los testen so. Ich gebe dir einen Spruch dafür. Also ich habe jetzt alles ausprobiert. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, Mann. So eine Stunde und 14 Minuten habe ich jetzt auf dem Tacho. Aber das ist eigentlich etwas, was ich noch gerne machen wollen würde. Aber wie nur? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Habe fertig. Ich bin fertig. Schön für dich. Ich gebe dir einen Spruch dafür. Es ist das, wonach es aussieht. Hör auf, mich zu belästigen. Nö, du willst mir einen Spruch geben. Eine Reihe von Stahlpfeilen. Aus der Werkzeugkiste eines Zombies. Mit ihnen kann man Glas schneiden oder auch Schlösser öffnen. Das haben wir schon alles gemacht. Wir haben es aber noch im Inventar. Da würde mich wirklich interessieren, was ich mit diesen beiden Sachen noch machen soll. Glas schneiden oder Schlösser. Tja, ich würde doch nur sagen... Keine Ahnung, wie man die verwendet. 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 Tja. Ach, Mensch. Ich hoffe, das funktioniert. Ach so, jetzt muss ich da nochmal drauf drücken. Ja, du kleiner Putzerfisch. Oh Mann, ey. Das ist ja unfassbar. Ich versuche alles Mögliche und ich muss es einfach nochmal andrücken. Na, wie hab ich das gemacht? Wahrscheinlich, weil ich erst Papa Doc ansprechen musste und dann funktioniert das erst. Ist ja unfassbar. So, oh, ich schalte mich mal weg, hoffentlich. Wo ist der fette Koch? Ich hätte es besser wissen sollen. Was braucht der Priester denn so lange? Ich habe nie verstanden, warum Flint diesen Kerl so bedingungslos vertraut. Was zur? Zeit zu gehen. Folgt mir. Nach dir.